ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Eine Explosion in einer französischen Atomanlage hatte zunächst große Sorge ausgelöst, dass möglicherweise Radioaktivität in die Umwelt gelangt ist. Nach Angaben der Behörden ist das aber nicht der Fall. Das Unglück ereignete sich bei Avignon in der Anlage Marcoule. Ein Mensch kam dabei ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Die Explosion auf dem weitläufigen Gelände geschah in einem Verbrennungsofen für schwach radioaktive Abfälle. In Paris ist jetzt mein Kollege Michael Strempel. Herr Strempel, wie sind die französischen Behörden mit diesem Unfall umgegangen? Also die französischen Behörden haben das gemacht, was in den entsprechenden Vorschriften für Unfälle auf dem Gelände von Atomanlagen auch vorgesehen ist. Sie haben also sofort die Maßnahmen der Untersuchung auch einer Absperrung des Geländes eingeleitet. Es hat eine Sicherheitszone, die allerdings nur wenige hundert Meter umfasste, um dieses Gelände ursprünglich gegeben. Wir hatten noch Informationen, dass die Mitarbeiter, es sind verschiedene Firmen auf diesem Gelände angesiedelt, insgesamt arbeiten 3.800 Menschen da, das Gelände nicht verlassen durften. Inzwischen sagt aber die französische Atomsicherheitsbehörde, aus Sicht der Atomsicherheit sei dieser Zwischenfall beendet, keine Radioaktivität sei ausgetreten. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Vielleicht noch ein Wort zu der Anlage selbst. Was ist das in Marcoule? Also das ist ein Sammelsurium und das ist ja auch das, was für etwas Verwirrung gesorgt hat, von unterschiedlichen Atomanlagen. Dabei ist kein klassisches Atomkraftwerk mehr, das Strom produziert. Die letzte Anlage dieser Art, ein schneller Brüter, wurde 2010 abgeschaltet. Aber es sind Anlagen, die mit hochradioaktivem Material arbeiten. Zum Beispiel eine Anlage, die MOX-Brennstäbe für Atomanlagen herstellt. Also insofern gibt es schon hochradioaktives Material auf diesem Gelände. Allerdings da, wo sich der Unfall ereignet hat, da wurde nur sehr schwach radioaktives Material entsorgt. Da hat die Explosion nicht stattgefunden. Und das war unser Korrespondent Michael Strempel, zugeschaltet aus Paris. Vielen Dank. Informationen zur weiteren Entwicklung in Marcoule finden Sie auch bei uns unter tagesschau.de. Die Schuldenkrise wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Euro-Länder. Bundeskanzlerin Merkel hat heute in Berlin